B3.2. Punkte A mit x 1/5 x minus 1 auf der Geraden g und Punkte C mit x minus 0,25 x Quadrat plus 2 x plus 3 auf der Parabel p haben dieselbe Abszisse x und sind zusammen mit den Punkten bn Eckpunkte von gleichseitigen Dreiecken an bn cn. Es gilt, y von cn ist größer als y von an. Zeichnen Sie die Dreiecke a1, b1, c1 für x gleich 0 und a2, b2, c2 für x gleich 5 in das Koordinatensystem zu B3.1 ein. Das Koordinatensystem und die Zeichnung habe ich jetzt hier drunter nochmal. Und bei diesen Aufgaben ist es wichtig, mal alles durchzugehen, was wir haben. Wir haben Punkte A, die auf der Geraden g liegen. Und wir haben Punkte C, die auf der Parabel p liegen. Das ist schon mal ganz wichtig. Sie haben dieselbe Abszisse x, das bedeutet, sie liegen übereinander. Und sind zusammen mit Punkten bn Eckpunkte von gleichseitigen Dreiecken. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, nämlich was für eine geometrische Figur haben wir hier drin. Ein gleichseitiges Dreieck, ein Spezialdreieck, das wieder eine Menge von Eigenschaften mit sich bringt. Zusätzlich haben wir noch die Angabe, y von cn ist größer als y von an. Einfach damit dieses Dreieck eindeutig ist, aber das hätten wir jetzt wahrscheinlich aus der Zeichnung sowieso erschlossen. Jetzt heißt es, zeichnen Sie die Dreiecke a1, b1, c1 für x gleich 0. Fangen wir mal mit dem Dreieck an. Für das Dreieck a2, b2, c2 funktioniert es nämlich genau gleich. Wir haben x gleich 0 hier drin stehen. Das bedeutet grob gesagt, dass wir hier beim Punkt a für jedes x 0 einsetzen können und für Punkt c für jedes x 0 einsetzen. Und dann bekommen wir die Punktkoordinaten raus. Kann man mit dem Taschenrechner machen, kann man auch Hand ausrechnen, mit 0 ist jetzt kein großes Problem. Allerdings gehe ich immer so vor, dass ich sage, ich schaue nach in meiner Zeichnung, wo ist x gleich 0, aha, das ist hier der Fall. Und dann gehe ich einfach her und sage, ich fahre so lange nach oben oder nach unten, bis ich die Parabel bzw. die Gerade treffe. Wenn ich nach oben fahre, treffe ich hier also auf die Parabel und wenn ich nach unten fahre, treffe ich hier auf die Gerade. Dann schaue ich nochmal nach, welcher Punkt liegt wo. Punkt A1 liegt auf AN, liegen alle auf der Geraden, das heißt, hier habe ich meinen Punkt A1 gefunden. Und die Punkte CN liegen alle auf der Parabel, das heißt, hier habe ich meinen Punkt C1 gefunden. Da jetzt die Strecke direkt auf der Y-Achse liegt, ist es halt ein bisschen ungeschickt, hier diese Strecke auch wirklich einzuzeichnen. Könnte man eventuell noch mit Farbe benutzen. So, jetzt brauchen wir Punkt B1. Da gibt es jetzt zwei Überlegungen. Erstens liegt der Punkt B1 links oder rechts von dieser Strecke A1, C1 und wie kriege ich den raus? Also erste Überlegung, wo liegt er überhaupt? Wichtig ist, die Beschriftung läuft immer gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ich von A aus starte, muss die Sprechweise in diese Richtung sein. Ich muss also von A erst auf B kommen und dann nach C weiter. Das bedeutet automatisch, dass der Punkt B1 irgendwo hier drüben liegen muss. Ja, wie komme ich jetzt drauf? Nämlich durch die Eigenschaft gleichseitiges Dreieck. Bei einem gleichseitigen Dreieck sind alle drei Seiten gleich lang und man kann auch gleich sagen, alle Winkel, Innenwinkel sind gleich groß. Kann man sich, wenn ich mich nicht täusche, steht es irgendwo drin. Ja, genau, hier haben wir das gleichseitige Dreieck sogar in der Formelsammlung drin. Da kann man im Prinzip die Eigenschaften auch nochmal nachlesen oder nachschauen. Für das Zeichnen. Die einfachste Variante wäre sicherlich, man benutzt einen Zirkel, Kreis um A mit Radius A1, C1, ja, dann kriegst du es ungefähr so raus, Kreis um C mit Radius A1, C1 kriegst du ungefähr so raus, da wo der Schnittpunkt ist, da ist der Punkt B1 und dann verbindet man die zwei Dinge. Auf dem Tablet ist das jetzt leider nicht so günstig, da kann ich jetzt keinen Zirkel ansetzen, deswegen benutze ich jetzt einfach eine andere Variante. Ich weiß, der Punkt B1 liegt auf der Mittelsenkrechten zu A1, C1, weil es ist gleichseitig und damit besitzt es hier, hier drüben zum Beispiel sichtbar in der Formelsammlung, benutzt es auch entsprechend Symmetrieachsen. Ich suche mir also den Mittelpunkt von A1, C1, der ist ungefähr hier. So. Darauf liegt also der B1. Jetzt messe ich ab, wie lang ist A1, C1 sind bei mir 4 cm. Und dann messe ich von A1 4 cm zu der Mittelsenkrechte, die ich gerade gemacht habe. Kann es noch von C1 überprüfen, sind ebenfalls 4 cm. Also liegt hier ungefähr mein Punkt B1. Gut, erstes Dreieck schon gefunden. Das gleiche mache ich jetzt auch für x gleich 5. Also ich schaue wieder nach, wo ist x gleich 5, das ist nämlich schon hier der Fall. Ja, ich gehe so lange nach oben oder nach unten, bis ich die Parabel und die Gerade treffe.
Auf der Parabel liegen meine Punkte C, also in dem Fall C2. Auf der Gerade liegen die Punkte A, in dem Fall A2. Mit dem Zirkel wäre es jetzt genauer. Ja, wieder Kreis um A mit Radius A2, C2. Das gleiche um C rum. Oder ich gehe wieder nach, messe ab, wie lang das ist. 6,75, nehme die Hälfte, sind ca. 3,4. Also kann ich hier die Mittelsenkrechte wieder bilden. Sieht dann ungefähr so aus. 3,4, das, was hatte ich jetzt gesagt, hier 6,75. Die Strecke ist also 6,75 cm lang, muss ich von A aus 6,75 und von C aus 6,75. Und dann habe ich hier mein B2 gefunden. Jawohl, mehr als zeichnen musste mir auch nicht machen. Wichtig ist auch dabei, hier steht ja drin, zeichne das die Dreiecke ein. Das heißt, ich muss nichts konstruieren. Dieses Abmessen und Zeichnen bringt natürlich ein paar Zeichenungenauigkeiten mit sich. Zum Beispiel hier ist schon recht ungenau gezeichnet. Das funktioniert hier auf dem Blatt Papier erstens besser, weil da verrutscht das Dreieck nicht und mit dem Zirkel ist natürlich noch eine Spur genauer.